Hey Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Gestern Abend war es noch auf Crack. Und zwar, es geht weiter mit dem vercrackten Vlog. Wir haben wieder kaum was geschlafen. Wir fahren jetzt zu Erdoğan-Abi. Meine Bremsen sind am Arsch. Alles an mir, an meinem Auto ist gefickt aktuell. Bremsen am Arsch. Scheibe hinten am Arsch. Scheiben sind getönt, schaut gut aus, meiner Meinung nach. Ja, mein Erdo ist da. Check Parfüm ab. Erster Link in der Videobeschreibung, wer für 30 Euro Parfüm kauft, kriegt 3 Duftanhänger gratis. Plus Chat. Ihr habt einen E36 los dabei, deshalb, ich küsse eure Herzen. Hey Freunde, ich habe mein Auto gerade eben vor einer Minute zu ihm. Er macht tak, 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 er macht einfach das sofort in 10 Sekunden weg. Er weiß genau, wo welche Schrauben und so sind. Weil das Problem ist, mein Fenster ist hier kaputt und deshalb passiert immer das da. Und wenn mein Fenster gescheit sitzen würde, dann könnte man das, was jetzt oben ein bisschen scheiße ist, genauso polieren wie das. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Deshalb müssen wir das schnell machen, irgendwie versuchen, das Fenster zu reparieren. Und hier ist einer, der hat mit Fenster voll viel zu tun. Irgendwo da hinten. Und der würde uns dann auf jeden Fall helfen ab Erdoğan-Abi. Janiore, Abi, Janiore. Junge, die Tüten Scheiben schaut besser aus, Digga, ja. Das Auto ist richtig geil, Bruder. Ist böse oder nicht so böse? Er hat halt mir einen Freundschaftspreis gemacht. Er hat gesagt, komm, gib du mir halt nur von der Folierung das Geld, das 40 Euro oder so von der Folierung, die er mir angebracht hat. Ja, dann ist so viele Unfälle gehabt, hat er gesagt. Ja, er hat damit schon 6-7 Unfälle gehabt und er hat schon zum dritten Mal lackiert, ne? Aber er hat Carbonteile verbaut gehabt, aber die sind jetzt alle kaputt gegangen natürlich. Jetzt wiegt der Motorrad auch wieder ein bisschen mehr, aber es ist halt kein leichter Sport. Sollen wir mal hier am Sattel riechen, nein. Dieser Toast oder unser Toast? Unser Toast. Unser Toast, finde ich auch. Aber ich habe ihn sehr vermisst, Bruder. Ein typisches Tanaje-Toast. Okay. Geht runter wie Butter, gell? Diese Ketchup-Mayo-Kombi ist so geil. Ja, die Ketchup-Mayo-Kombi mache ich auch immer bei mir. Wir haben gerade einen Anruf erhalten, nach ungefähr 2,5 Stunden, dass sie die Bremsen gemacht haben. Hier ist jedes Mal was Neues. Aber anscheinend irgendein Sekund ist rausgekommen, ist irgendein Problem ist wieder auf die Welt gekommen. Die können nichts gescheit machen. Ich frage mich jetzt, was für ein Problem aufgekommen ist. Die haben diese Bremsklötze schon gefunden. Scheiben haben sie irgendwie poliert, irgendwie neu gemacht. Also ich weiß, dass es das in Deutschland auch gibt. Jetzt laufen wir hin. Ach, da ist es ja. Digga, ist auch schon ist Rabe. Gütigen Abi Erdoğan Abi, den geliyoruz. Tren merkezi arıyor. Ne yapacağız? Bunun çıkma tren merkezi bulunması lazım. Çıkma ya da yeni yani. Gelisi ya. Pahalı. Fiyat da çok pahalı. Yani şu anda frenin bitiyor ama direkt freni basacak olursan pedal da bana iniyor. Ayağını üstüne koyarsan düşer aşağı pedal. Ama bir kere basmayla 4 lastik birden kilitliyor. Yok, bundan istersen Almanya'ya git gel. Bas fren ayağını. Was ist das? Boah, die Bremsen sind mal der neue. Bunda da hata çıktı. Yo, o önemli değil. Bilgisayarda sileriz bunu. Lastikleri söktük ya. Bir arkadaşı arayayım hemen. Buna fren merkezi lazım. Senin pedalın tam arkasında yani. Şimdiki yeniki fiyatlara göre tahmini konuşuyor. 3 aşağı 5 yukarı. O fren merkezinin sıfırı, orijinal sıfırı maksimum 10 bin lira vardır. Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, Adana'dan 2500-3000 civarlarında bulunabilir. Geschickt ja jetzt gleich also. Das Problem ist, ich kann auf meine Bremse drücken, okay, da passiert nichts. Aber ich kann öftermals drauf drücken. Es geht immer langsam runter, die Bremse. Die Bremspedale geht runter, das darf hier nicht sein. Aber wenn ich öftermals so drücke, 1, 2, 3, 4, bleibt sie immer oben stark. Aber Bruder, stell dir mal vor, die Bremse fällt aus, Mann. Fremde. Was hat kein Patlib çalışma olmaz mı da? Yok, yok. Emin misin ya? Emin misin abi? Ben direksiyona geçeyim, ben seni Almanya'ya götürür getiririm. Şu direksiyon şeyi nerede ne? Şimdi bilgisayar bağlanıldı, onlar sönecek. Çünkü o akü, parkları yanıyordu ya. Sökerken biz, akü demek ki voltajı düştü, takviye yaptık da çalıştırdık. Die haben hier die Bremsen gewechselt. Boah, jetzt ist Wegfahrsperre an, die löschen mir jetzt den Fehler, ne? Ja. Bro, ich drück auf die Bremse
wenn ich öftermals drücke, bleibt der stark. Aber wenn ich lange jetzt drauf drücke, okay, geht die Bremse einfach mit runter, ne? Meine Bremsen, hinten waren richtig abgefahren. Es hat Metall an Metall gerieben. Ey, Bro, wie hast du TÜV bekommen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube, er wurde vielleicht durch den schwarzen TÜV. Aber die Bremsen sind Metall an Metall gerieben. Abi, eski baltalar nerede? Bro, ich weiß nicht, Mann. Ist es normal, Bro? Also, du drückst die Bremse und Pedal geht runter, ja? Diese verfickten Hurensöhne, Digga. Ich fick alle. Ich fick diese ganze Sanayi, Bruder. Hepsi orospu çocuğum, oğlum. Herkesin anasını sikeceğim az kaldı. Bro, meine Bremse, meine verfickte Bremse funktioniert nicht, Mann. Ich sag dir jetzt gleich eine Döne. Döne var. Abi, sikeceğim az kaldı. Bak, ödedim. Senin hatıra için ödedim. Ha, resim attım lan. Dizleri yapmışlar. Az bir süre Erdoğan abi istiyorsan. Hepsini sikeceğim abi. Hiçbir sikim olmuyor. Böyle fren mi olur? Bu ne biliyorsun? Tüm bunların mekanizması bozukmuş. Tüm orada öndeki şey. He, çok basınca durmuyor mu araba? Hiç durmuyor abi. İki arabaya giriyordum. Böyle araba mı verilir ya? Bunlar manyak mı? Peki yağ var mı? Baktın mı? Das ist in der Türkei, würde ich niemals ein Auto machen lassen. Das sind alles Hurensöhne. Ich ficke jeden offiziell. Die Lage ist sehr angespannt. Ich habe jetzt hier eine richtig gute Ansage gemacht. Ich habe gesagt, ich war jetzt bei zwei Geschäftsstellen und beide haben gesagt, dass nicht vorne irgendwas kaputt ist, sondern irgendwo anders er einfach Luft verliert und er keinen Druck auf diese verfickten Bremse hat. Diese Zeichen, diese Wegfahrsperrezeichen ist auch nicht normal. Ich habe gesagt, ich will, dass ihr das jetzt alles repariert. Ich habe schon gezahlt. Danach nehme ich mein Auto und haue ich ab. Er sagt, ich schwöre, er hat dann nicht am Ende gesagt, tamam, araba buradan çıktı yapacağız sana. Er hat genau so jetzt gesagt. Jetzt warten wir, jetzt holt er mein Auto gleich rein. Ich wollte meine Bremsen austauschen. Auf einmal leuchtet Wegfahrsperre. Wenn ich hier auf die Bremse drücke, wenn mein Motor an ist, kann ich ihn sogar fast durchdrücken und er bremst viel schlechter als sonst. Es wurde nur meine Bremsklötze getauscht und die Scheiben wurden etwas poliert oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt zu Hause, Digga, das waren richtige Kopfschmerzen. Also, ihr habt das ja auf dem Video alles mitbekommen, was hier passiert ist. Ihr werdet auf jeden Fall die nächsten Tage mitbekommen, was dann noch so alles abgelaufen ist, dass die wirklich einen Fick auf so ein Menschenleben geben und die Leute einfach so sagen, mit den Bremsen könnt ihr nochmal nach Deutschland und wieder zurückfahren und so ein Scheiß. Ist allgemein nicht das Gelbe vom Ei, Digga, dass sie sowas machen. Also sehr traurig. Was ich euch als Tipp geben will, ist, wenn ihr in der Türkei was machen lässt, dann seid immer dabei, seid immer vor Ort, schaut immer zu, was da gemacht wird. Das ist das A und O. In dem Video haben sie auf jeden Fall die Bremsen falsch montiert, irgendwas ist schiefgelaufen, irgendwas ist kaputt. Bleibt auf jeden Fall gespannt, es wird jetzt richtig spannend alles. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr, kauft euch Parfüm, wer für 30 Euro kauft, kann ein E36 gewinnen. Passt auf euch auf und so traurig, was hier so abgeht.